eigentlich, das ist unser Apfelsaft. Genau. Na dann nehme ich mal den Stecken und grüße. Also ich bin der Tilo, bin von Anfang an in der Dorfgemeinschaft, war natürlich auf dem Maifest, hab den Marcel getroffen. Hab ihn sofort darauf angesprochen, als ich erfahren habe, dass er Winzer ist, dass man sowas machen könnte, wenn man es schon lange machen wollte, aber uns natürlich das Know-how fehlt. Hinterher natürlich noch die Idee gehabt, dass man das toll verknüpfen kann mit unseren Kunstraum-Sommerveranstaltungen und natürlich auch mit unseren Dorfgemeinschaftsveranstaltungen, dass man Künstleretikett machen kann, verknüpft mit einer Edition und es so vielleicht auch ganz gut vermarkten könnte. Ich bin der Marcel, ich habe die Nathalie kennengelernt, die kommt ursprünglich aus Zumhof und wir sind beide hierher gezogen und habe meine Ausbildung als Winzer gemacht an der Mosel und danach noch Weinbau und Önologie studiert in Neustadt an der Weinstraße und am Maifest von der Dorfgemeinschaft in Zumhof hat mich der Tilo quasi das erste Mal gleich beim zweiten Satz mit Cidre konfrontiert und somit war das quasi die erste Geburtsstunde vom Cidre in Zumhof. Also ich bin der Wolf, der erste Vorsitzende von der Dorfgemeinschaft. Ich bin eigentlich auch leidenschaftlicher Streuobstwiesenbesitzer. Und wenn das nicht klappt, dann also im Wieslauf heute die erste, wo so eine tolle Sache da startet. Uns geht vielleicht auch darum, die Streuobstwiese, die man hier überall findet, ein bisschen aufzuwerten und ein bisschen einen Anreiz zu geben, den Leuten, dass es halt auch ja, Spaß machen kann, die Streuobstwiese zu bewirtschaften. Ich habe mir da so ein bisschen die Franzose als Vorbild genommen. In Frankreich gibt es guten Wein in Bordeaux, die nehmen auch immer verschiedene Rebsorten, das ist meistens nicht nur eine Rebsorte. Und deswegen habe ich gesagt, einmal quer durch die Streuobstwiese. Und im Jahr 2017 war es eigentlich demnach auch so, man hat das genommen, was man kriegt. Sister, ich muss schon was. Er hat ja schon verkoren. Die hatten 56 Öchsle und hatten nach der Gärung 8,9 Gramm pro Liter Apfelsäure. Das ist ungefähr so vom Vergleich her ähnlich, wie man Trauben auch ernten würde. Für einen Most ist das eigentlich ganz im Rahmen. Also ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, die hatten letztes Jahr so zwischen 50 bis 60 Öchsle und von daher bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass die Öchsle-Werte da schon passt haben. Und man merkt es natürlich auch an der Säure, desto früher ich so einen Apfel ernte, desto mehr Säure hat man. Wir haben die Äpfel im zweiten Oktoberwochenende geerntet und arg viel länger hätten wir sie auch nicht mehr hinhalten können, weil danach hat man dann schon gesehen, dass es deutlich anfängt zu faulen. Die Mühle, die Presse, das war so eine Hydropresse und die ganze Behälter und dann haben wir das Gemus quasi, wie man auch einmeist, wenn man Schnaps brennen würde und dann eben eine Standzeit macht von dem Maische, dass einfach die Enzyme, die in den Äpfeln sind, ein bisschen arbeiten können und die Maische aufschließen und danach haben wir sie dann abgepresst nach ungefähr 6 bis 7 Stunden Maischestandzeit. Genau. Und dann ist ganz wichtig, wir haben die Äpfel davor abgewaschen, dass quasi der ganze Dreck, der auf der Wiese ist, weg ist. Und nach dem Pressen, während dem Pressvorgang kommen halt verschiedene Trubstoffe mit. Die Trubstoffe will man im Mosch eigentlich selber gar nicht haben, weil dadurch auch Bittergeschmack und dergleichen entsteht. Und deswegen haben wir es quasi über Nacht dann nochmal absitzen lassen. Und dann steht unten dann so ein ganz leichtes Trubdepot. Und dieses Trubdepot, das darf man auf jeden Fall nicht mit vergären. Das heißt, wir haben im Endeffekt den Mosch, den wir nachher vergoren haben, oder den Saft, der war quasi blank, so wie man ganz normalen Apfelsaft auch kennt, wenn man jetzt irgendwie kaufen würde. Du musst im Endeffekt ein bisschen Erfahrung haben mit den einzelnen Hefen, was da gut passt. Jede Hefe macht da ein anderes Aroma und mir persönlich haben da zwei Hefen ganz gut ins Gefälle gepasst. Die eine macht eher so ein bisschen so eine fruchtige Note, so eine dropsige Note und die andere bringt eher ein bisschen was Herberes mit. Und da haben wir aus den zwei Hefen habe ich zwei verschiedene Gärgebinde gemacht. Eine quasi, wo ein bisschen die Frucht mitbringt,
was Dropsiges und das andere, wo ab dem Cidre nachher ein bisschen Pfeffer geben soll. Dass es nicht zu flach gebügelt wirkt. Also das Cidre ist im Endeffekt, kommt aus dem Französischen zum Großteil und es ist nichts anderes wie ein Sekt, bloß halt eben aus Äpfeln. Und diese Perlage, diese CO2, die man nachher im Getränk hat, die kommt eben aus der Gärung in der Flasche. Also die, bei der Gärung entsteht natürlich Alkohol und CO2. Und dieses CO2 bleibt in der Flüssigkeit, also in diesem Most. Und durch die Hefe entsteht gleichzeitig noch so eine Hefearomatik, das was man beim Sekt eben auch will, so ein Brioche-Geschmack. Und das ist eigentlich der große Unterschied zum Most, zum klassischen schwäbischen Most, dass der klassische schwäbische Most quasi einmal gärt in einem Tank. Und wenn die Gärung dort fertig ist, ist quasi der schwäbische Most, den darf man sogar noch verdünnen mit Wasser. Und Cidre ist dann eben als zweite Gärung die Gärung in der Flasche, um nachher die Perlage zu haben, die man dann eben beim Trinken einfach diesen feinen Geschmack auf den Mund macht, in Verbindung mit diesen Aromen, die noch während der Flaschenlagerung nachher dann von der Hefe an den Cidre abgegeben werden. Der Gärprozess ging ungefähr 4,5 Wochen. Genau. Ja, wir werden das in Flaschen abfüllen, werden die Hefe dazugeben, werden das Ganze nochmal in die Flasche gären lassen, werden dann natürlich dafür sorgen, dass man dann die Hefe anschließend und das ganze Depot wieder rauskriegt aus der Flasche. Das wissen wir noch nicht, Marcel, wie machen wir denn das? Dazu fehlt so ein bisschen das Handwerkszeug. Also das Wegschießen nachher von dieser Hefepfropfe funktioniert so, dass man die Flaschen aufstellt auf diesen Rüttelbrettern und dann immer weiter dreht, bis die Hefe sich eben unten absetzt. Und dann wird der untere Teil der Flasche eingefroren und rausgeschossen. Und danach kommt eine Dosage nochmal dazu, um die Flasche wieder aufzufüllen und haltbar zu machen. Und danach kommen quasi die, das wird so im Endeffekt so die ersten Flaschen im August dekorieren, dass wir zum Kunstraum ein paar da haben. Und die dann eben mit dem Künstleretikett ausstatten. Die Idee ist natürlich schon, dass wir das so hinentwickeln, dass vielleicht irgendwann mal Marcel hier als selbstständiger Unternehmer hier das professionell macht und auch ein bisschen Geld damit verdient, dass er es weiterhin macht und den Anreiz dazu hat. Das ist eigentlich das, wo man sich profilieren kann als Gemeinde, wo man sagen kann, ich rücke die Stärken der Gemeinde, der Produkte von hier in den Vordergrund. Ich finde es eine super Aktion und bin jetzt echt gespannt, wie der erste Cidre aus dem Zumhof schmeckt. Ja, das war hinter drei, denke ich, war schon wieder.